Willkommen hier bei Manos World. Ja, hallo. lange, lange nicht mehr. Alter, ist da was umgekippt? Sind da Bäume gerade umgekippt oder was ist... Okay, gut. Scheißwetter, Panzer, Schiff 3 von den... Oder Stufe 3, Generation 3 oder wie ihr es auch immer nennen möchtet, von den Franzosen, und zwar die Free Rand oder wie auch immer. Wir spielen mal wieder World of Warships. War World of Plans irgendwie sagt, nö, entweder sind die Server down oder du kriegst keine ordentliche Verbindung zustande. Formel 1 sagt, nö, du kriegst keine Aufnahmen mehr hin. Also da gibt es ein kleines Problem. Und YouTube sagt, du musst aufhören mit YouTube, weil du scheiße bist. So, meine Mäuse, die haben auch irgendwie Hunger, aber die kriegen noch nichts. Wir haben es 8 Uhr früh. Die bekommen dann später, kriegen sie noch mal was. Wo kommen wir, gehen eigentlich zu 7 drüber. Also geht es gerade richtig ab, habe ich das Gefühl. Ja, wir übernehmen mal C. Das ist eine gute Idee. Warten, bis die Kanonen in Stellung sind. Oh, dann gucken wir nur nach vorne, denn von vorne können natürlich jetzt auch ein paar kommen. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen hier zurück. Was meine ich denn mit YouTube? Bye bye. Ich weiß nicht, ob mir YouTube noch richtig Spaß macht. Weil YouTube ist so ein Hin und Her, wisst ihr, schön ist es nämlich nicht mehr. Vor allem, wenn man keine Klicks bekommt und keine Kommentare, was man für Scheiße macht und alles, dann ist es schon... Ja. So. Naja, lange nicht mehr gespielt, da muss man sich erstmal wieder einspielen. Kommen da meine Torpedos erst an? So, der Ewigkeiten. Sehr gut. Komm, wir gehen mal auf die AP. Auf die Panzer brechen. Und nicht auf die Brennen. HE sind ja die Brennen. Und die HE, die PE sind ja die Panzer durchbrechen. Die APs. Oh. Bin auch mal gespannt, wie ich das jetzt mache mit den restlichen Videos, die ich jetzt eigentlich gerne aufnehmen möchte. Alter, wie viel AP hat denn der? Jo. Nice getroffen. Torpedos auf Steuerbord. Ja. Ich glaube, wir gehen auf die HS, weil die schnell durchladen. Problem gelöst. So, mit der HE, bis wir uns gedreht haben. Jo, schon wieder, komm hier. Alter, das ganze Schiff brennt ja. Ja, schön brandgesteckt. Alter Schwede, was passiert denn hier? Und alles nur durch ein verschissenes Schiff.
Ja, alter Schwede. Heilige fucking Maro, alter Schwede. Oh. Ist das nochmal ein Kampf? Leben und Tod, also was ist denn hier unten? Ach so, okay. Und alle sind, ach, die hocken alle auf B. Ja, theoretisch würden wir ja gewinnen. Wir sind ja schon zwei runtergegangen. Ja. Nur ein Zieltreffer, naja, das ist eben ein bisschen schade. Ein bisschen drehen. Weil der dreht nämlich auch und da bleibt nämlich fast auf einer Stelle stehen. Das ist ein richtiges Flaggschiff. Das ist ein richtiges fucking Schlachtschiff. Oh, fuck. Oh, 32.000 Punkte? Schon nicht schlecht, also... Okay, die Motoren funktionieren trotzdem. Ist das beim echten dann auch, dass die Motoren trotzdem noch weiter funktionieren? Jedenfalls sinkt es auch in die richtige Richtung. Das interessiert mich jetzt ein kleines bisschen, wie das hier untergeht. Da war es natürlich... Ja, doch schon einigermaßen realistisch. Wenn jetzt noch die Propeller aufhören, sich dann irgendwann mal zu drehen. Nö, okay. Gut, dann war's das. Ich würde mal sagen, wir verlieren schon... Oh, hier aus, dieses fette Schlachtschiff. Ich würde mal sagen, wir verlieren hier locker. Alter. WTF. Und jetzt von der anderen Seite müsste der andere kommen. Das wäre so perfekt. Das wäre so fucking perfekt. Aber da leider der andere nicht kommt, sieht das für den recht scheiße aus hier. Was ist denn das hier? Das ist ein Schiff 3. Nasu. Das Schiff kann sich richtig durchhalten. Deutsches Schiff Nasu. Würde man sagen, darauf arbeiten wir ganz, ganz gerne hin. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt der Mr. Walt. Lasst einen Daumen nach oben da. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Mr. Walt. Ciao, ciao.